klar war, in Anbetracht des Spielverlaufs kann man sicherlich mit dem 1:1 heute zufrieden sein. Ja, definitiv. Wir haben heute einen Punkt gewonnen, nicht verloren. Auch wenn wir zu 10 waren, die zweite Halbzeit. Und ja, wenn wir gut spielen in der zweiten Halbzeit, haben sie es ganz verdient. Heils haben wir in der zweiten Halbzeit enttäuschend, fand ich. Da haben sie nicht mehr so gespielt beim Anfang und war verdienter Punkt auf jeden Fall. Eine Schlüsselszene im Spiel war sicherlich die rote Karte. Wie hast du sie gesehen? Wie bewertest du sie? Ja, war mit Sicherheit die Schlüsselszene im Spiel. War ein Foul, ganz klar, aber eine rote Karte war es in meinen Augen nicht. Das war eine gelbe Karte. Also, wenn überhaupt. Er trifft ihn zwar hart, aber gelb hätte gereicht in meinen Augen. Generell habt ihr euch meiner Meinung nach ein bisschen schwer getan mit dem Schiedsrichter heute. Ja, also ich glaube, er hat nicht seinen besten Tag gehabt heute mehr. Gibt es dazu auch nicht zu sagen, weil sonst wird es hier noch ein bisschen blöd. Wie habt ihr es geschafft, dann in Unterzahl den Ausgleich noch zu erzielen? Ja, zweite Halbzeit fand ich, dass wir super gespielt haben. Wir waren eigentlich klar besser. Also Heilsheim hat zwar viele Ball gehabt, aber nichts Zwingendes gehabt. Und wir haben viele zwingende Aktionen gehabt. Aber der Debin vom Tor steht, kann er eventuell machen. Und wenn es echt gut gespielt in der zweiten Halbzeit, war verdient auf jeden Fall. Wie wurdest du gefordert? Ja, gefordert? Ich glaube, in der ersten Halbzeit habe ich ein paar Rückpässe gekriegt, die ich nicht optimal verarbeitet habe. Da ist das Tor entstanden, war ganz klar meins. In der zweiten Halbzeit, ja. Einmal eine 1-1-Situation gehabt und sonst war nicht viel los bei mir. Also war okay, das Spiel. Wie geht es jetzt für euch weiter? Was werdet ihr als nächstes anpacken am meisten? Als nächstes kommt schon mal das Derby gegen Birkenfeld. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Da kennen wir ein paar Spieler von denen, sehr viele sogar. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel und dass wir uns halt in alle Bereiche noch verbessern. Gibt es überall zum Verbessern halt, in alle Bereiche. Xaver, ich danke dir für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.